Okay, den ersten Weg haben wir frei gemacht. Hier durch, bitte. Ja, mein, mit Vergnügen. Doch eine Falle hier. Bisschen Tand. Für euch tue ich alles. Karjas Leben und Tod. Ist schlechter als die Schattenrüstung, leider. Worum geht er? Wie ihr wünscht. Okay. Und ein Streitkolben. Krutans Schädelmalmer. Der Beschützer der Schädelmalmer macht den ETW und den Schaden besser. Natürlich, Schätzchen. Okay, an dieser Truhe ist auch eine Falle, wer hätte es gedacht? Oh. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Das sieht ja nice aus, ein Turmschild. Pelans Schild plus 2. Schild der fallenden Sterne. Ah. Gut. Ich hab keinen Bock zu reden. Warum denn ich? Ja, er ist jetzt verflucht. Aha. Jael Kalles? Kann nicht irgendeiner Fluch brechen mittlerweile? Da wäre Fluch brechen, okay. Kann ich auch Fluch brechen? Ja, könnte ich. Gut. Worum geht es diesmal? Ja, ihr braucht nur zu fragen. Oh, ach ja, die Schleuder noch. Alas Drachenbann. Gut. Wie ihr braucht, nur zu fragen. Dann gehen wir mal gerade hier weiter erstmal. Dass wir die Seite fertig erkunden. Ja, mein, wenn das euer Wunsch ist. Worum, wie ihr wollt. Okay. Ihr braucht nur zu fragen. Ja, mein, mit Vergnügen.
Wie ihr wünscht. Ja, und ich glaube, Identifikationsrollen können wir demnächst wegpacken. Ich meine, ich habe eine Sagenkunde von 112. Aha. Aber natürlich, Schätzchen. Worum geht es diesmal? Was ist es diesmal? Ja? Okay. Wie kann ich helfen? Ah, das kann ich ja selber ganz schnell. Ihr braucht nur zu fragen. Meine Milz. Ich durfte mich nicht heilen, ich durfte gar nichts machen. Auch nett. Ja, mein aber natürlich, Schätzchen. Wie kann ich helfen? Lassen Sie uns ordentlich von der lieben Todes. KI ist aber an. Warum haben Sie jetzt gerade nichts gemacht? Aber natürlich, Schätzchen. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Mit Vergnügen. Ja, ihr braucht. Wie kann ich ihr braucht, nur zu fragen. Das Holzgerüst liegt über einer tiefen Grube. Die genaue Tiefe der Grube kann man schwer schätzen. Wenn man aber einen Stein hineinwirft, wird man ihn nicht auf dem Boden ankommen. Fragen habe ich für euch. Nur Kleinangehörige dürfen hier passieren. Zeigt eure Kenntnis der Geschichte. Antwortet richtig und der Weg ist frei. Antwortet falsch und ihr bereut es. Keine zweite Chance. Nicht für richtig, nicht für falsch. Wünscht ihr jetzt zu antworten? Stellt eure Fragen. Wenn ihr euch als Verwandter Durlaks, des Sohn von Bolo Donnerham, erzählt, werdet ihr die Familie gut kennen, die diesen Ort erbaut hat. Die Mutter der Söhne, die Vorsteherin des Clans, wie heißt sie? Islaine. Eure Antwort befriedigt. Es bleibt noch eine andere Frage. Durlak Abbau des Heims, Gründer des Clans, hatte einen Namen nicht von seinem Vater, sondern aufgrund seiner Taten. Der Turm wurde aus Reichtümern von Drachenhorten gebaut, aber seinen Beinamen erhielt Durlak durch Glück in der Schlacht. Mit Axt und Feuer reinigte er das Land von Bestien, mit denen er gerne kämpfte, wenn die Axt allein nicht reichte. Die Frage nach dem zweiten Namen von Durlak. Trolltöter. Eure Antwort befriedigt. Es bleibt noch eine Frage. Der Vater dieses Ortes formte den Clan, den er in Zeiten des Betrugs fiel. Falsche Gesichter erhoben Anspruch auf die Zukunft und Durlak verlor seinen Clan. Dieses Schicksal teilte er mit seinem eigenen Vater, einem Wanderer, der durch die Stärke seiner Waffe lebte. Ich frage nach dem zweiten Namen von Bolur. Für diese Antwort braucht ihr ganz einfach eine gehörige Portion eures gesunden Verstandes. Das war doch Donneraxt.
Eure Antwort befriedigt. Hier ist der Schlüssel, den ihr braucht. Und hier ist das Geheimnis, das ihr kennen müsst. Die Knochen werden dort gehen, wo es das Fleisch nicht kann. Der Schlüssel wird die Knochen gehen lassen. Ah, super. Nächste Questfrage. Worum, wie ihr wünscht. Mit uns begann alles und mit den Meistern, die mit den Tentakeln haben uns angewiesen und wir haben angegriffen im Schutz der Nacht. Wir nahmen uns zuerst die Schwächeren vor, versteckten uns zwischen den Kindern. Niemand sah uns herankommen, niemand bemerkte die Rebellion und niemand überlebte den letzten Aufstand. Als Durok die Täuschung bemerkte, war es zu spät. Seine eigene Familie wollte ihm an den Kragen und er schlachtete ihre falschen Gesichter ab. Mit uns vom Westen fing es an. Dies ist nicht mein Gesicht. Die Einige kamen und nahmen mir mein wahres Gesicht, begruben es zusammen mit meinem Körper und meinen Gefährten. Ich war unter den Letzten, aber nicht den Allerletzten, und ich sah die Schrecken kommen. Mein Kind erhob sich gegen mich, auch wenn es nicht mehr mein Kind war. Es trug ihr Gesicht, aber ich wusste, sie war tot. Die Burgbegänger kamen von innen und wir konnten uns nicht selbst bekämpfen. Besser sterben, als sich selbst zu töten. Was wäre übrig von einem Mann, der seine Familie und sich selbst töten musste? Ich war unter den Letzten, aber nicht unter den Allerletzten. Ja, weil das die Handwerker waren. Wir wurden angehört, nachdem die Schlacht geschlagen war. Wir sollten Durlaks Visionen in die Tat umsetzen. Wir taten unser Bestes, aber seine Visionen wurden dunkler und bald konnten wir nicht mehr sehen. Wir warteten durch seine Gefallenen und wir warteten durch sein Gold. Kurz vor dem Ende fürchteten wir um unser Leben, wenn auch nicht so stark wie er. Ich war mir nie ganz sicher, ob er eindringlich aus- oder sich selber einsperren wollte. Beides wohl, schätze ich. Wir wurden angehört, nachdem die Schlachten geschlagen waren, und wir taten unser Bestes. Mit mir ging es zu Ende. Sprecht nun von meinen Schwierigkeiten, um mir zu zeigen, dass ihr etwas gelernt habt. Woher kam mein Schmerz? Wo traf mich mein Schmerz? Wo nistete sich mein Schmerz ein? Wo lebt mein Schmerz in mir? Sprecht und stellt unter Beweis, was ihr versteht. Also, sie kam vom Westen. Ja, die stehen auch im Westen, mehr oder weniger, wenn das hier der Norden ist. Also Nord, West, Süd, Ost. Westen, dann Süden, der Osten hat ihn als nächstes und lebt er im Norden, ruht er im Norden, ja. Also erst die Eindringlinge, dann der Clan, dann die Handwerker und dann Durlak selber. Ihr habt ein wenig dazugelernt, vielleicht werdet ihr sogar überleben. Gut, wir landen immer irgendwie hier. War eigentlich der Meinung, dass das hier eine Illusionswand ist, aber ist scheinbar keine. Ja, mein Schatz, wenn das euer Wunsch ist. So, hier ist Lava. Gut, hier sind wir einmal im Kreis gelaufen. Also in dem Bereich sind wir fertig. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Für euch, aber natürlich, Schätzchen. Wie kann ich, wie ihr wünscht? Ich mit Vergnügen. Was habt ihr denn geglaubt, was ihr tut? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, und da geht's in die natürlichen Höhlen, die voll mit Säure sind. Ja, mit Vergnügen. Was haben wir hier Schönes? Verlorenes Geschenk. Okay. Gain ist immer noch verflucht. Ja?
Wie ihr wünscht. Ein höherer Ghoul mal wieder. Schleuderkugeln. 5 plus 1.